Es gibt sie und es gibt mehr von ihnen, als man so denken mag. Leute, die ihre Heimat hier in Südwestfalen den Rücken gekehrt haben und dann nach einigen Jahren in der Großstadt ja aus tiefster Überzeugung wirklich wieder zurückkommen. Und für diese Leute haben wir uns eine neue Serie ausgedacht. Die nennen wir die Heimkehrer. Und den Anfang macht heute Felix Weber aus Aue-Wingeshausen. Das ist im Kreis Siegen-Wittgenstein. Das ist einer der talentiertesten Nachwuchsköche in Deutschland. Er ist gerade mal 26 Jahre alt, hat aber echt schon unheimlich viel erlebt und will jetzt in Schmallenberg zeigen, was Spitzenküche wirklich bedeutet. Er bezeichnet sich als diszipliniert, ehrgeizig, kreativ bis verrückt und das mit dem Rückhalt der Familie. Wenn der Gast am Tisch sitzt, das Gericht vor die Nase gesetzt bekommt, erstmal sagt, oh, das sieht aber gut aus, und dann den ersten Löffel nimmt und ich sehe dann ein Verliebtheitsgesicht im Gesicht, also so ein Mann. Dann haben wir alles richtig gemacht. Also das ist eigentlich das, was man erreichen will, dass der Gast sagt, wow. Felix Weber, 26 Jahre alt, Spitzenkoch, zurück in der Heimat, um sternewürdige Küche anzubieten. Seine Ausbildung zum Koch hat er vor 7 Jahren als bester von 60 Prüflingen abgeschlossen. Seitdem war er ständig unterwegs in renommierten deutschen Küchen, um von den Spitzenköchen zu lernen. Das erste Mal bin ich auf die Nase gefallen, das hat überhaupt nicht funktioniert und habe dann nochmal von zweites Mal Anlauf genommen und hat dann wunderbar funktioniert. Und dann habe ich mich dann auf dem Level immer von Restaurant zu Restaurant immer nach oben auf der Liste der deutschen besten Restaurants weiter vorgearbeitet, bis ich dann auf dem Platz 1 der deutschen Gastronomie angekommen war. Und dann habe ich für mich entschieden, so, jetzt war ich ganz oben, jetzt habe ich alles gesehen, mir reicht, was ich gesehen habe, was ich gelernt habe, da kann ich mit arbeiten. Und jetzt mache ich einen Cut und versuche mal selber was zu bewegen. Und das will er hier im Hotel Daimann in Schmallenberg tun. Die Hofstuben, ein kleines und rustikales Restaurant mit einer offenen Küche, gefallen ihm. Beim Gast zu kochen, direkt mit ihm in Kontakt zu sein, das ist Felix Weber wichtig und hier möglich. Inhaber Theodor Daimann freut's natürlich. Man spürt ja förmlich, mit welcher Lust er dabei ist. Es ist also sein Ding, das Kochen. Und dann ist es besonders schön. Ein Stern erwartet hier niemand unbedingt vom neuen Spitzenkoch, aber... Eine bewertete Küche, will ich mal sagen, eine anerkannt bewertete Küche, die würde unserem Haus gut stehen. Und wenn wir das also mit Herrn Weber und die Ambiente dieser Hofstube, diesem kleinen Bereich unseres Hotels erreichen können, wären wir natürlich sehr dankbar. Stefanie Santos ist ein weiterer und wirklich wichtiger Grund für Felix Heimkehr. Die Brasilianerin ist seit langem seine Freundin und hat ihre Ausbildung in der Gastronomie hier im Sauerland gemacht. Als Leiterin des Service arbeitet sie nach jahrelanger Fernbeziehung jetzt endlich mit Felix zusammen. Es war eine sehr schwierige Zeit ohne Felix, aber es war für unsere Beziehung von Anfang an klar, dass Felix nach Sauerland zurückgeht. Ich habe mich natürlich sehr gefreut. Wir haben uns dadurch, dass Felix immer woanders war, sehr wenig gesehen. Viel freie Zeit bleibt den beiden momentan nicht. Aber wenn, sind sie gerne draußen unterwegs. Es klingt fast wie ein Klischee. Aber die Wälder rund um Aue-Wingeshausen im Wittgensteiner Land sind ein weiterer Grund dafür, warum es für den 26-Jährigen zurück in die Heimat gehen sollte. Kraft tanken, könnte man sagen, also so neue Energie schöpfen. Weil erstens mal dieses Heimatgefühl und zudem noch diese wunderschöne Heimat, die man hier hat. Man riecht dieses Heu und dieses Gras und die Kühe sind da oben. Ich meine, das ist jetzt, manch einer wird das lächerlich empfinden, aber ich finde das sowas von toll. Diese normale Landschaft noch, die gibt es heutzutage in Deutschland, geht es so ein bisschen kaputt, habe ich das Gefühl. Dieser Landgasthof in Wingeshausen ist seit mehr als 250 Jahren im Besitz der Familie Weber und das soll auch so bleiben. Felix' Plan ist, in 3 Jahren den Betrieb von seinen Eltern in dann 11. Generation zu übernehmen. Eine kleine Spitzenküche in einem Ambiente ohne viel Schnickschnack, so soll's werden. Ich wollte das schon immer machen und vor allen Dingen das Selbstständige. Also ich entscheide mich ganz klar gegen Ruhm und Geld für Selbstständigkeit und Lockerheit. Also ich habe meine Familie hier, ich habe meine Kinder später hier. Das ist mir mehr wichtiger als große Auszeichnungen zu bekommen. Felix Weber, ein junger Koch, kommt aus den großen Spitzenküchen Deutschlands zurück nach Südwestfalen. Man darf gespannt sein, wie er mit seiner Disziplin,
seinem Ehrgeiz und seiner Kreativität in den nächsten Jahren die Region bereichert.